Liebe Zuschauer, allen Inflationsängsten zum Trotz haben wir beim DAX zuletzt immer wieder neue Rekorde gesehen. Was ist da im Chart los und was ist mit der Inflation eigentlich los? Es ist mal wieder Zeit, auf die Charts zu blicken. Es ist Zeit für eine Zwermann-Analyse und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich über Skype zugeschaltet Chris Zwermann von Zwermann Financial. Herr Zwermann, starten wir erstmal mit der Frage, was ist da eigentlich los? Die Inflation steigt, aber die Zinsen nicht. Blicken wir auf die US-Kerninflation. Ja, wunderschönen guten Tag. Der Blick auf die Inflation ist ja immer etwas, was im Moment eigentlich die Leute etwas erschrecken sollte oder die Märkte etwas erschrecken sollte. Und man stellt dann fest, es folgt eigentlich überhaupt gar keine Reaktion. Also schauen wir uns mal eine amerikanische Kernrate an, also ohne Lebensmittel und ohne Energie. Und die sind ja auch gestiegen. Dann sehen wir hier also im April eine regelrechte Explosion auf 3%. Und Kernrate bedeutet in den USA wesentlich mehr Aufmerksamkeit als jetzt die herkömmliche Inflation, die ja über 4% liegt. Also von der Seite her hätte man hier also sagen können, eigentlich müsste schon längst eine Reaktion kommen in den Märkten, bei den Zinsen von der Federal Reserve und so weiter. Es passiert an dieser Stelle nichts. Das liegt natürlich daran, dass die Federal Reserve sagt, wir werden bis 2023 nichts tun. Wir werden ein sozusagen Overshooting der Inflation akzeptieren. Und damit geben sich die Märkte im Moment zufrieden. Ich selbst bin der Meinung, dass im Moment die Rohstoffe so stark steigen, dass sie eigentlich sozusagen die Ersatzzinsen sind. Also das heißt, die Rohstoffe könnten im Moment eher zu einer Konjunkturbremse werden, im Gegensatz zu den Zinsen, die eigentlich im Grunde genommen der Inflation nicht folgen. Das wäre dann etwas, wo das vielleicht früher oder später dann die Inflation so weit wegläuft, dass die Zentralbanken gezwungen werden. Aber dann haben die Märkte generell ein Problem. Im Moment können die Aktienmärkte mit dem, dass die Zinsen nicht steigen, einigermaßen gut leben. Also Sie sagen, die Märkte können damit gut leben. Sie sagen aber auch, es gibt im Moment drei Bewegungen, die wir an den Märkten sehen. Und die schauen wir uns jetzt in der Sendung nacheinander an und blicken dabei erstmal auf die alternativen Energien. Und da starten wir mit den Solarwerten, genauer gesagt mit Canadian Solar. Was ist jetzt gerade bei den alternativen Energien und eben gerade auch im Solarsektor zu sehen? Also jeder, der sich mit den alternativen Energien ein bisschen beschäftigt hat oder vielleicht sogar investiert ist darin in den letzten Monaten, speziell in den letzten Wochen, der musste natürlich feststellen, dass hier eine extrem starke Reaktion stattgefunden hat. Vorher mit der Biden-Hoffnung und mit dem grünen Biden, könnte man mal sagen, natürlich die Raketen überall hochgegangen in den alternativen Energien. Und ich will eigentlich nur mal hier zeigen, wie intensiv im Gegensatz zu den generellen Märkten die alternativen Energien zurückgekommen sind und vielleicht jetzt, da die anderen Märkte oben konsolidieren, eine relativ gute, sagen wir mal, Investmentchance sind. Also nehmen wir mal die Canadian Solar hier, die immerhin auf 67 kanadischen US-Dollar waren und zurückgefallen sind auf 34, also nahezu halbiert, 61,8% Retracement erreicht. Also technisch haben diese Werte extremst viel Gutes gemacht, wo man sagen konnte, das hat man also bei anderen Aktien kaum gesehen und es gab nirgendwo solche guten, sagen wir mal, zusätzlichen Einstiegsmöglichkeiten. Also wenn die 34 oder 33 in etwa hält bei Canadian Solar, dann gibt es hier die Möglichkeit, dass wir in Richtung 55, 58 demnächst wieder ansteigen. Aktuell sind wir schon wieder bei 39 angekommen. Also von der Seite her das Risiko doch ganz schön gut abgebaut. Sehen wir das dann bei allen Solarwerten ähnlich? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf einen anderen Branchenvertreter schauen, in dem Fall Meyer Burger aus der Schweiz? Ja, das Schweizer Baby hat es geschafft, tatsächlich diese Reaktionen gar nicht groß mitzumachen. Also wie wir hier sehen, das ist ein Monatschart, hat Meyer Burger eigentlich nur konsolidiert in den letzten 4 Monaten zur Seite und befindet sich jetzt genau an dieser Kante von 0,47 Franken, also 47 Replis. Von der Seite her war die Gefahr da, dass der Aufwärtstrend hier gebrochen wird. Das hat sich im Grunde genommen in der Zwischenzeit aufgelöst. Das heißt, wenn wir hier rauskämen, und ich bin der Meinung, man produziert ja im Moment relativ viel und produziert einen Großteil in Deutschland in der Zwischenzeit, was aber in die USA größtenteils geliefert wird. Also wenn wir hier über die 47 rauskommen, wäre das Ziel
wie man sieht, wenn man diese ganze Sache nach oben klappt bei 84 Replis, wäre, was natürlich ein stolzer Preis wäre. Aber von der Seite her müssen wir erstmal über die 0,47 ausbrechen jetzt. Also das war jetzt der Blick auf zwei Solaraktien. Schauen wir in den Bereich Wasserstoff. Die hat es ja auch ganz schön erwischt. Da jetzt erstmal der Blick auf Ballard Power. Ja, Wasserstoff war natürlich ein Baby, was sehr, sehr stark getrieben wurde, wie wir hier sehen. Also von 3 kanadischen Dollar, die Ballard Power auf 53, ist natürlich wirklich emotional war. Wir sehen, wir sind aber von 53 kanadischen Dollar auf etwa 15 gefallen, also das Tief war 15,50. Also fast all diese Werte haben das Retracement von 76,4% so gut wie gemacht. Also das ist schon eine Dimension, wo man sagt, das letzte Retracement hat gehalten. Hier gibt es die Möglichkeit auf Erholung. In der Zwischenzeit ist die Ballard Power wieder bei 20. Hätte hier eine Chance in Richtung 34, 35 zu steigen, dann wäre es sogar nur eine Erholung von den gemachten Abwärtsbewegungen. Aber ich glaube, wenn sich hier sozusagen alternative Energien durchsetzen, und ich bin da ein echter Fan von Wasserstoff, dann kriegen wir hier auch sogar neue Hochs. Aber erstmal zu sehen, wichtig ist, 15,50 hat gehalten, unter 15 würde das Risiko größer werden. Für ein Investment, für meine Begriffe rein technisch gesehen, eine gute Gelegenheit, dass es so viel billiger geworden ist. Schauen wir auch hier weiter auf einen anderen Branchenvertreter, Fuel Cell in dem Fall. Wie sieht da der Chart aus? Der Fuel Cell, man könnte sagen, eine kleine Blaupause, nur noch ein bisschen intensiver. Also von 29 Dollar auf 6,42 gefallen, hatte ganz kurz mal das Retracement hier überschossen. 7,10 war es, in der Zwischenzeit wieder bei 39. Also wir sehen, der Markt greift auch hier wieder ein bisschen zu. Rein technisch gesehen eine Einladung hier um die 7 was gekauft zu haben. Ich denke, dass es vielleicht jetzt sogar noch gut möglich ist, weil wenn wir nur eine Erholung darin machen, kommen wir sogar von diesen jetzigen 9 Dollar in Richtung 15, 18 voraus. Also in dem Fall Fuel Cell, genau wie Ballard Power in der gleichen Technik. Also, das war jetzt Blick erst auf Solar, jetzt auf Wasserstoff, also sprich die alternativen Energien. Und Sie hatten ja gesagt, Sie sehen drei Bewegungen im Moment am Markt. Das war jetzt das erste Thema, über was wir gesprochen haben. Jetzt kommen wir zu den Rohstoffen. Da haben wir zuletzt ja eine wahre Rallye gesehen, gerade auch beim Kupfer. Wie sieht es da jetzt im Moment aus im Chart? Ja, es ist interessant, dass diese Gegensätze in den Märkten im Moment tatsächlich so extrem sind, ne? Alternative Energien sind vollkommen im Keller und riesig reagiert, während gleichzeitig die Rohstoffe extremst nach oben gelaufen sind. Natürlich hier das Thema, was ich also im Moment auch favorisiere, eigentlich Infrastruktur und derartig ist natürlich auch Konjunkturerholung. Aber man muss sehen, hier wurde sehr, sehr viel vorweggenommen und ich bin der Meinung, die Rohstoffe haben erstmal ihre Hochs zum allergrößten Teil erreicht, auch technisch gesehen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, die Rohstoffe bremsen sich selbst aus. Das heißt also, die steigen so hoch, dass sie eigentlich im Grunde genommen so eine Art Zinsersatz werden und werden im nächsten Moment eigentlich dazu, dass sie die Konjunktur bremsen könnten. Wie man ja jetzt sieht, wenn Holz zu teuer ist, dann werden halt weniger Häuser gebaut, weil man es dann nicht mehr bezahlt. Also zum Kupfer. Wir sehen da oben einen wunderschönen Doji, das ist der Mai. Sieht man, also wir haben ein neues Allzeithoch gemacht. Etwa über 10.000 gab es ein 10-Jahres-Hoch, also 10.624. Wenn wir jetzt diese wunderschöne Fünferwelle nur einfach korrigieren, sind wir bei 8.300. Würde es weiter runtergehen, dann müssten wir unter diese sehr dicke Marke da von 7.330 gehen. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass wir zumindest mal bis 8.320 korrigieren, was einem in dem Fall nur eine Korrektur wäre. Aber es würde insgesamt wahrscheinlich vielleicht auch bei den Zinsen die Idee oder von mehr Inflation so ein kleines Stückchen zurücknehmen, was die Märkte noch ein Stückchen, sagen wir mal, unterstützen könnte. Also von der Seite her, Rohstoffe vom Kupfer her gesehen und einigen anderen auch erstmal Korrekturen. Korrekturen, dann auch das Thema beim Holz, also quasi auf dem Holzweg. Ja, der Holzweg ist ja immer laut Definition eine Sackgasse. Das heißt also, man läuft in diesen Holzweg rein und muss den gleichen Weg zurückgehen. Jetzt Lumber Future macht hier erstmal das, dass er erstmal an dem Ziel angekommen ist, über 1700. Auch da gilt, ich habe jetzt nur mal hier das Retracement eingezeichnet von 775 bis oben hin. Also da eigentlich noch eine Welle nach oben fehlt.
Aber trotzdem, wir würden erstmal zurückkommen bis 13,50 etwa. Wenn es viel würde, wären es 1130. Also Lumber wird erstmal etwas billiger werden. Vielleicht auch dadurch, dass im Moment etwas weniger Nachfrage kommt, aufgrund dessen, dass in Amerika, wie wir sehen, der Häusermarkt ja auch um einiges reagiert. Also ich würde sagen, auf dem Holzweg ein Stückchen zurück. Ja, solange man den Holzweg korrigieren kann, ist ja immer noch alles im grünen Bereich. Also jetzt aufs normale Leben bezogen. Bei den Charts überlasse ich das Ihnen. Schauen wir weiter aufs Gold. Das steigt ja auch gerade wieder an. Und wir schauen uns jetzt die Korrelation an. Gold zum Euro-US-Dollar. Inwiefern ist die Entwicklung da gekoppelt gerade? Ja, also es ist natürlich so stark korreliert, wie man hier an dem Chart sehen kann, dass man es eigentlich kaum glaubt. Hier geht es generell um den Dollar. Das heißt also, wenn der Dollar an dieser Stelle schwächer geht, Euro fester, dann ist unterstützt das das Gold. Und es kann keiner sagen, dass das hier nicht unbedingt eine enge Korrelation wäre. Jetzt hatte Gold ja sich die ganze Zeit sehr verhalten, während alle anderen Rohstoffe gestiegen sind. Zwischenzeit kommt Gold jetzt so ein bisschen aus der Versenkung. Meine Frage lautet da eigentlich, ist Gold irgendwie so eine Art die letzte Fluchtwährung, die wir haben? Also niemand flüchtet in irgendwelche Bondmärkte, niemand flüchtet in Dollar. Gold steigt jetzt in der Zwischenzeit an. Ich bin der Meinung, es hat jetzt erstmal Grenzen über diese 1900, weil ich auch glaube, dass der Euro nicht hier davonlaufen wird. Wir sehen so einen ganz kleinen Haken da oben. Wir waren immerhin schon bei 1,2260. Aktuell waren wir kurzfristig unter der 1,22. Das heißt, ich glaube, der Euro hat ein bisschen Korrekturmöglichkeiten nach unten und deswegen glaube ich auch, dass das Gold erstmal bei der 1900 oder leicht drüber solche Widerstände hat, wo man nicht gleich weiterkommt. Man muss dann mal sehen, inwieweit die Korrektur stattfindet. Wenn der Euro intensiv runtergehen würde, das heißt, dann würde es ja das Gold mitnehmen, aber es würde auf der anderen Seite bedeuten, dass das die Aktienmärkte eher belasten würde, aufgrund dessen, dass es ja einen festeren Dollar bedeuten würde. Also, so viel gerade zur Entwicklung beim Gold. Drei Bewegungen, die Sie an den Märkten sehen. Jetzt hatten wir alternative Energien, jetzt hatten wir Rohstoffe. Jetzt schauen wir natürlich noch auf die Aktienmärkte. Da tut sich jetzt aber nicht so wahnsinnig viel. Also, wir haben zwar neue Rekorde beim DAX gesehen, über den reden wir aber noch nicht gleich, sondern erstmal über den S&P 500. Aber man hat das Gefühl, das geht im Moment so ein bisschen seitwärts seit einer Weile. Oder täuscht das Gefühl? Ja, Gefühle täuschen selten. Ja, also an der Stelle ist es natürlich etwas, wo man das also auch hier optisch sehr gut sehen kann, finde ich. Also seit 2 Monaten machen wir nichts anderes, außer seitwärts zu gehen. Aber auch dieses Seitwärtsgehen hat eine gewisse Formation. Und in dem Fall im S&P, und es gilt für viele andere Märkte auch, haben wir so eine Broadening Top, das heißt also ein Dreieck, was nach hinten offen ist. Und wir sehen an der Stelle, dass wir doch, sagen wir mal, ziemlich intensive Bewegungen haben, aber doch nicht irgendwie Ausbrüche, die jetzt einen Trend erkennen lassen. Also wenn man hier einen Trend hätte, dann wäre der irgendwo seitwärts. Warum ist das so? Auf der einen Seite ist es so, dass man ein bisschen höhere Zinsen befürchtet, deswegen bremst man auf der einen Seite. Und natürlich ist es so, die Inflation ist ein großes Thema. Die andere Seite ist der Dollar, der jetzt in der Zwischenzeit doch etwas so eine Schwäche gegangen ist, was den Markt unterstützt. Das heißt, wir haben hier an der Stelle sicherlich mehrere Faktoren, die unterschiedlich wirken und deswegen kommen wir zu diesen Konsolidierungen. Aber ich bin der Meinung, das hat etwas damit zu tun, dass wir in dem Sommer sind, wenn wir das auch vom Wetter her nicht ganz so in dem Fall so sehen. Aber es ist tatsächlich so, Sommermärkte, und das sieht man auch an meiner Jahresausblick, haben immer Konsolidierungen. Sehr schwierige Märkte, weil in diesen Konsolidierungen hoch, runter, hoch, runter wird sehr viel Geld verloren, weil die Leute oben kaufen, unten verkaufen und das ist eben kein Trend. Rein technisch gesehen sehen wir das hier, dass wir, wenn wir weiter nach oben laufen würden, würden wir so in Richtung 4.280 gehen, dann würden wir wieder an so eine Kante kommen. Wir haben jetzt das Gap zugemacht bei 4.180, 88, fallen wir wieder dort drunter, dann wäre das Dreieck tatsächlich unten offen bis 4.000. Für meine Begriffe werden wir uns in dem Rahmen hier bis Ende Juni noch aufhalten, um dann eigentlich wieder ganz über.
Ja, beim DAX, da hatten wir so ein bisschen widersprüchliche Gefühle. Also insofern, auf der einen Seite haben wir immer mal wieder einen neuen Rekord gesehen, was ja nach Höhenflug klingt. Auf der anderen Seite, so richtig viel passiert auch nicht. Meistens ging es danach dann eher so ein bisschen dümpelig weiter. Also sieht da das Chartbild anders aus als beim S&P 500? Ja, es ist ziemlich ähnlich, könnte man sagen. Es gibt einige Märkte, wo es ein bisschen anders aussieht, aber nehmen wir mal den DAX, dann sieht man also auch hier, ich habe es vorhin nur hingeschrieben, seit dem 6. April laufen wir seitwärts. Also das heißt im Grunde genommen auch so A, B, C, D, E und so weiter, das sind alles Konsolidierungsformationen. Wir sehen an der Stelle jetzt zum Beispiel hier das letzte Hoch vom Dienstagmorgen, 15.568, das war auch so ein Blip, wo man gedacht hat, so jetzt geht's raus und dann seitdem sind wir eigentlich wieder etwas unter Druck. Wenn das jetzt hier so stärker würde, würden wir ungefähr so bei erstmal 15.300, vielleicht sogar bis 15.100 runtergehen, dann wäre es auch nur eine Korrektur von einem gemachten Aufwärtsbewegung. Würden wir oben rauskommen, also das heißt also nachhaltig, dann wäre das Ziel hier in dem Fall 15.935 und würden von dort wieder intensiver korrigieren. Nutzen wir das Dreieck nach unten aus, wäre es bei 14.770. Man sieht, da unten gibt es noch ein kleines Gap. Der DAX hat ja fast alle Gaps zugemacht, aber es gibt noch ein kleines bei 14.620. Schiebe ich also auch bis weit in den Juni hinein, dass wir das dann schließen. Aber wie gesagt, Konsolidierungen sind undankbare Trends, aber wir müssen sie durchleben. Und wie gesagt, ich glaube, dass das die nächsten Wochen noch in dem Rahmen anhalten wird. Also müssen wir durchleben, hilft ja quasi nichts. Aber vielleicht wird wenigstens das Wetter besser. Herr Zwermann, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ja, keine Ursache. Schöne Woche noch. Liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf einige Charts, diesmal eben auch so ein bisschen sortiert. Einmal natürlich das Thema Inflation, aber dann auch der Blick auf die Rohstoffe, auf die alternativen Energien und am Schluss auch nochmal auf die Aktienmärkte. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.